Hallo Jansen. Bist aber schnell über die Runde gekommen hier. Na gut. Da sind die Tiere. Und da ist irgendjemand. Und pennt. Im Schrank ist nix. Hallo Spike. Hallo Freund. Hallo Freund, herzlich willkommen, Layton. Ja, ihr sprecht das alle unterschiedlich aus. Gibt's denn irgendwelche... Nee, ich frage erstmal, wer du bist. Tut mir leid, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Spike. Ich bin der Maestro. Wie auch immer. Der Unbekannte halt. Gibt's denn irgendwelche Neuigkeiten? Ja, es tut sich einiges hier in letzter Zeit. Angeblich sollte Ference Bramen gestohlen worden sein. Vielleicht kannst du ihm ja bei seiner Suche helfen. Ja. Außerdem habe ich gehört, dass es in der Nähe vom Rimbo Lake ein Dorf geben soll, wo nur Frauen leben. Aha. Ja, aber da dürfen wir nicht hin, soweit ich weiß. Da dürfen nur Frauen hin. Wenn ich jetzt einen weiblichen Charakter hätte, dürfte ich da wohl rein. Aber einen männlichen Charakter? Nö. Wir sehen uns, Spike. Na klar. Habe ich zumindest gehört. Ja. Und, richtig schön hier. Was haben wir denn hier noch? Nix mehr. Da geht's raus. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir haben noch ein bisschen was zum Entdecken hier. Zum Beispiel ein paar Brahmins. Hallo Brahmin. Hey, du? Lässt du dich schubsen? Nein? Und du? Ach komm schon. Ah, es geht. Mit der Waffe weg geht's. Nein, ich bin nicht böse. Mach nur ein bisschen Spaß. Au, 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 au. Nicht aufspießen, nicht aufspießen. Nein. Nein, bisschen friedlich. Wie kannst du auf Beton etwas fressen? Ach, egal. So. Was haben wir denn hier? Spike. Von einem Bett ins nächste Bett. Okay. Da oben ist jemand noch. Da ist noch eine Wache. Boah. Ist einfach schön hier. Auch wenn dieser Unschärfe-Effekt ein bisschen extrem ist. Aber wir haben Farron noch nicht gefunden. Wo ist Farron? Wo ist der? Da ist niemand. Weiß? Hallo, Blatthaut. Und du bist sicher, dass das was bringt? Hallo, Blatthaut. Hallo, Beiß. Okay, ich habe keine Ahnung, was da schief läuft. Stanley steht an seinem Posten. Ich höre irgendwelche Hunde, aber ich sehe keinen Farron. Lars, weißt du denn was? Schön, dich wiederzusehen. Was rauchst du da? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, ich habe gehört, dass es ein paar Leute scheinbar nee. Okay. Auf dass wir uns. Ich hab dich eigentlich gar nicht gemeint. Ich wollte dich gar nicht sprechen. Habe ich dich gemeint? Ah, Jansen. Rechte Na, Hand jetzt. Wen haben wir denn hier? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Jansen? Dieser Brad, der vor ein paar Tagen hier war, soll angeblich von den Waldmonstern gefressen worden sein.
gegen White Monster. Was sind das für Viecher? Sie sind ungeheuerlich groß und schnell. Sie haben extrem lange Klauen, ihre Zähne sind spitz und zerfleischen jeden Menschen, der ihnen zu nahe kommt. Schreck. Wald vom Umland wimmelt es von diesen Biestern. Pass also auf, wo du hinläufst. Okay. Bis später, Jansen. Wir sehen uns. Wo ist der Typ? Daten. Dann. Altes Haus, alte Hütte, Einsturzgefahr, Unterkünfte. Die alte Hütte, da ist zugesperrt. Altes Haus, da kamen wir her. Das ist der Weg, wo der Doktor dazwischen drin ist. Das ist hier die Verbindung, ja. Hier, Achtung, Einsturzgefahr und Unterkünfte. Bei Unterkünfte waren wir drin, da war die Händlerin. Achtung, Einsturzgefahr. Wir gehen mal bei Achtung, Einsturzgefahr rein. Mir fehlt hier immer noch einer. Achtung, Einsturzgefahr ist hier, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ist hier nicht. Hier, Achtung, Einsturzgefahr. Schauen wir mal. Leicht. Nein. Okay. Wir sind jetzt in einem Haus. Ducken, Tür. Ja, das Übliche halt, ne? Er speichert, warum auch immer. Ich bin mir sicher, dass ich draußen einen Hund gehört habe. So, was gibt's denn hier? Hier hinten gibt es anscheinend nichts. Gut. Was gibt es denn hier? Ein Pfeil. Naja. Schreibtisch ist nichts. Da liegt auch nichts drauf. Okay, die Lampe macht's nicht mehr. In dem Schreibtisch gibt's was. Kronkorken, ja, den nehmen wir doch. Es gibt hier ja doch Licht. Okay. Was gibt's denn hier drin? Muni! Schön. Komische Ecke, naja. So, und wie komme ich denn da oben hin? Kann ich das aufnehmen? Nein. Da ist was drin. Ja, nehmen wir doch alles. Hier liegt irgendwie nichts. Da auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich auch nicht runterschubsen?
wäre eine Tür. Da oben. Wenn ich nur irgendwie da hochkommen würde. Aber dich kann ich auch nicht durch die Gegend ziehen, ne? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Paket ist, aber naja, egal. Nee. Ich habe das Gefühl, ich muss da hoch. Aber ich habe... Ah. Das hätte sogar funktionieren können. Das war zu kurz. Na, spring schon. Der springt immer nicht. Ja. Also, noch ein Versuch. Das war zu kurz. Das war zu weit. Ich versuche es noch ein paar Mal, aber wenn es nicht klappt, dann... Das ist irgendwie nicht hoch genug. Nee, das ist irgendwie ganz und gar nicht hoch genug. Nee. Was erwartet uns denn da draußen? Leute, die durch die Gegend laufen. Komisch. Aufgestapelte Reifen hinterm Fenster. Und hier? Auch Reifen. Drinnen haben wir aber davon nichts gesehen. Nö, nichts zu sehen von Reifen. Keine Ahnung, was da los ist. Ob es da noch irgendwo einen Eingang gibt oder so. Da geht nichts, da geht auch nichts. Darüber klettern bringt auch nichts.